So, da sind wir wieder bei Rogue Legacy. Und wir gehen gleich wieder an den bösen Boss, sofern ich eine geeignete... Na, versuchen wir es mit der Barbarian Queen hier. Und zwar stecken wir das ganze Geld in Schaden, oder fast das ganze, und ein bisschen in Lebenspunkte. So. Jetzt haben wir mehr Lebenspunkte und machen auch mehr Schaden. Und jetzt werden wir das Schloss mal locken. So, versuchen es mal. Jetzt nochmal. Und ja, zum Boss. Herodotus, der Unendliche. Und ja, wir machen ihm schon mal etwas mehr Schaden. Was gut ist. Wow. Erstmal will ich den Radies oder oben loswerden. Wenn man mich in die richtige Richtung schlagen lässt. So, kommt einer von euch hier rüber. War gesprungen, wollte ich schon sagen. So. Wow. Und schöner Crit. Und wieder ein Gravisor, den wir erstmal töten müssen. So, Gravisor tot. Aua. Das war nicht so nett. So, erster Herodotus tot. Der Große ist immer für mich ein Problem. Aua, genau der da. Ach, wir können ja mal feuern. So, damit ist der Kleine auch schon mal weg. So, jetzt haben wir wenigstens den ganz Großen mal weg. So, fliegen ist praktisch, ganz ehrlich. Den Kleinen weg. So wollte ich das nicht machen. Und ich habe schon zu viele Herodotus gemacht. Sollte ich erst einmal aufpassen. Die Kleinen wegmachen. Ich sage, ich soll die Kleinen wegmachen. Was mache ich? Ich teile wieder ein. Auf. Aua. Du bist klein und du bist allein. Hilfe, geht weg von mir. Will ich mit euch knutschen. Da. Wieder so ein Erd. So. Wir haben noch einen ganz großen und ziemlich viel. Sind wir zum ganz großen?
Jetzt haben wir doch ziemlich viele von denen auf der vorletzten Stufe. Aua. Da unten ist keiner von euch wirklich gut aufgehoben. Wow. Wie bleibst du da? Nur so ein Graben, wieso? Da sind ziemlich viele kleine da unten, gell? Falsche Taste. Und tot. Und wir haben nichts getötet. Hokage, Archmage, Archmage. Ich reroll mal. Archmage, Barbar, Spell Sword. Versuchen wir es mit dem Barbar mit Gigantism. Und ja, ich versuch's nochmal. Den können wir zwar, der kann zwar leichter getroffen werden, aber er trifft auch viel besser mit seinem Riesenschwert. Ich will das nämlich jetzt definitiv schaffen. So schwer ist der Boss nicht, man muss nur 8 aufpassen. Und rein da. Herodotus, der Unendliche. So, genau, schon mal teilen. Und kurz etwas weg. Und genau das sollte nicht passieren. Ja. Jetzt hier mal ein bisschen konzentrieren, Leute, deswegen kann ich nicht so viel kommentieren. Und ja, Berserker hilft manchmal. Teilen wir den mal auf, das können wir uns gerade noch leisten an Gegnern. So. Wow, 2 Magier sind etwas zu viel des Guten. Oh. Jetzt habe ich schon wieder zu viel Zeug da unten. Drei Magier sind definitiv nicht gut. Du kannst da bleiben. Du nicht? Aua, mir den Rücken springen ist unfair. Umdrehen bitte, so. Ah, jetzt bleibst du noch, du Dicker da.
Kriege ich vielleicht sogar noch hin. Ah, jetzt springen hier zwei rum. Das geht noch. So, der ist weg. Muss ich gucken, wo die beiden sind. Genau. Wow. Das war jetzt richtig knapp. So. Nur noch der da drüben. Wenn ich jetzt nicht aufpasse und nicht an den Stacheln sterbe, dürfte ich den sogar noch überleben. Genau. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Gold für gute Ausbeute. MP und zweimal Stärke. Sehr schön. Letztes Ding. Was würde ich sagen? Gehen wir sterben. Genau. Sehr gut. Und wir haben gleich einen Paladin. Nehmen wir den doch gleich mal. So, von dem Geld. Tod austricksen. Schalten wir das mal frei, dass wir hier in die Richtung mal auch alles freigeschalten haben. Jetzt fehlt nur noch das da oben, dieses Bestiality. Aber das lasse ich mal. Potions ab. Nein, am besten erstmal Health ab. So. Gut. Du hast ja, glaube ich, nichts mehr, was ich gerade gebrauchen könnte. Höchstens das Squid Cape hier, aber gut. Dann werden wir uns jetzt mal aufmachen und uns den Endboss angucken. Jawohl. Wir haben 16 Einträge von 24 gefunden. Und wo sind wir? Nee, oder? Was hier ist das denn? Oh, hier der Prolog. Also war der Typ am Anfang. Okay, warum bist du so schwierig zu töten? War das unser Vorfahre, der Typ am Anfang? Naja, wir sammeln auf jeden Fall das Gold hier ein. Und hier haben sie vergessen, das, die Schrift wegzumachen. So. Statuen. Tagebucheintrag 25. Oh, da sind wir aber weit gesprungen. Heute markiert den Rest der Ewigkeit. Ich wusste niemals, was für Schätze in diesem Schloss liegen. Ich wusste nur, dass hier die Heilung des Königs liegt. Wer hätte gedacht, dass es die Fontäne des, der Brunnen des ewigen Lebens ist? Oder der Jungbrunnen? Ein Mythos, der einem ewiges Leben beschert.
Nachdem ich auf den Körper des Königs starre, realisiere ich das Unausweichliche. Kinder zahlen immer für die Sünden ihrer Väter. Ich habe dieses Schloss als ein Schwertkämpfer betreten, als ein Retter. Aber alles, was ich gelassen habe, ist eine Rogue's Legacy, also der Name des Spiels. Ich kann den Schmerz fühlen. Aber ich weiß, dass nicht ich es war, der die Familie in den Ruin getrieben hat. Der Moment, als der König einen Fuß in dieses Schloss gesetzt hat, wurde der königliche Schatz von Charon geleert. Meine Familie, alle Familien haben die Hoffnung auf ein besseres Leben verloren. Und in meinem geistigen Auge sah ich den Untergang und die Verkümmerung unseres Landes. Es gab nichts, wofür ich hätte zurückgehen sollen. Für meine Kinder und deren Kinder, hier sitze ich, wartend und sterblich, nichtstuend und sterblich und auf sie wartend. Und ja, wir gehen zurück an den Anfang und Johannes, der legendäre Ritter, wird aus unserem Stammbaum gestrichen. Oh Gott, er ist der letzte Boss. Why do you wish to fight me? Warum willst du mich bekämpfen? Wie viele Söhne und Töchter sind gestorben für diese erbärmliche Rache? Es war der König, der den Ruin in dieses Land brachte, nicht ich. Er hat uns angelogen. Er sagte, er war verwundet, aber es war nur die Zeit, die ihn geheilt hat, krank gemacht hat. Er hat seine Kinder gegeneinander aufgehetzt, hat jeden geopfert, um seine eigenen selbstsüchtigen Gedanken zu befriedigen. Und im Ende hat er uns arm und allein gelassen. Also habe ich die einzige Option genommen, die mir noch blieb. Ich habe den König und das Königreich verweigert und habe eine neue Familie gewählt. Und Johannes der Traitor ist unser nächster Boss. Wow. Aua. Und der ist auf jeden Fall nicht ohne. Wow. Critical. Wow, er wirft auf jeden Fall mit den Messern. Ist auch sonst ziemlich stark. Wenn ich aufpasse. Haut er uns. Wow. Ja, das kannst du ruhig so weitermachen. Ist gut, dass wir jetzt ihn zurücknocken können. Wow. Wow. Und wir haben ihn besiegt. Aber warum droppt er Hühnchen und so? Ich glaube, das war noch nicht alles. Du denkst, du hast mich besiegt? Ich habe für über 1000 Jahre gelebt. Und ich werde noch 10.000 weitere leben. Alexander Kidir Ponce de Leon. Ich war nicht der erste Held, der die Fontäne gefunden hat, aber ich werde der letzte sein. Oh, er macht die Fontäne kaputt. Und steht als Johannes die Fontäne wieder auf oder der Jungbrunnen neben. Dann schnell Geld einsammeln. Oh. Wattestäbchen, das war nicht klug. Aua.
bin gleich tot. Mal hier hoch. Ja. Oh. Und dann bin ich gestorben. Ja gut, da haben wir schon mal den Endgegner gesehen. Aber ich würde sagen, den versuchen wir erst in der nächsten Folge nochmal. Mal sehen, ob wir dann das Spiel schon abschließen. Also bis dann.